Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, wir sind an dieser Stelle scheinbar, genau. Und ja, jetzt machen wir weiter mit diesem schnellen und blutigen Bild. Armor Shred und so Sachen. Ja, ziemlich geil. Es gab ja einen Sayer hier. So. Genug Schaden machen wir jetzt noch nicht, so habe ich das Gefühl, aber immer ist schnell und man kann immer schön abwechseln. Das ist ziemlich gut. Ja, wir sind auch ein bisschen gerusht und ich hoffe, da geht ziemlich gut. Ich habe gemerkt, die Schuhe sind doch ein bisschen wichtig eventuell, weil sie Mana geben, aber nur 2 pro Hit, glaube ich, oder so. Und ja. Werden wir dann noch sehen, wie gut der durchspielbar ist. Na, blutest du wieder? Hast du wieder deine Menstruationen? Ja? Okay. Wunderbar. So. Wir sollten irgendwie noch dazu kommen, dass wir mehr so Nebeneffekte machen. Also zum Beispiel Slow. Oder blind. Also verlangsamen oder erblinden lassen die Gegner. Müssen wir noch ein bisschen schauen. Und ja, uns fehlen halt die Idole. Die Feed Damage. Es gibt recht gute Idole für den Rogue. Also egal ob Blade, Dancer oder Maxman. Ja, das ging jetzt schnell hier. Ja. Aber die Gegner sind gerade hier ein bisschen sehr. Bin es ein bisschen aus Sacred 2 gewöhnt, dass die Gegner ein bisschen schneller down gehen. Aber sie hat doch ganz ein anderes Spiel eigentlich. Da wurde nicht so extrem auf dieses Gerusch konzentriert. In Sacred 2 seid ihr eigentlich meistens sehr lange in einem Level unterwegs und macht dort Quests. Und hier rusht man halt wirklich so mega durch die Gebiete durch. Na, machst du nicht weiter, weil du keine Mana hast? Okay. Ja, ich muss ja nur die den Skorpion machen, stimmt. Ja, ich bin jetzt gerade unterwegs gewesen. Ich bin völlig aus dem Ruder. So, ich glaube, ich muss hier auf Critical Strike Multiplayer. Und dann machen wir auch viel mehr Schaden dort. Brauchen jetzt nicht unbedingt, aber da muss ich, glaube ich, beides doch machen. Ja, zuerst mal ein bisschen defensiver werden. Nochmal einen Schritt. Die Crits machen ab jetzt eigentlich recht viel Schaden. Ich merke es immer wieder, weil die Gegner allgemein mehr Schaden machen, sind die Crits natürlich doch ein bisschen zu heftig. Meistens aber. Ja, ich muss einfach auf die Resistenzen vor allem schauen. Und da haben wir letztens ein bisschen geschaut noch am Ende des letzten Parts, aber ich fühle mich immer noch ein bisschen zu squishy. Also doch lieber irgendwie ein bisschen auf Defensive gehen. Der Schaden geht, wenn man halt... Ich finde, der Multishot macht noch ein bisschen zu wenig Schaden. Ich bin es ein bisschen gewöhnt von früher, wo er noch ein bisschen mehr Schaden gemacht hat. Und... Ja, den Punkt kommen wir vor allem von den Idolen und die Items wirklich auf physischen Angriff und auf Crit Multiplayer. Clear. Und ja. Mal schauen. Wie es dann abgeht. Also, ich denke schon, es geht schon ein bisschen gut ab, oder? Und das Skorpion, das mag ich gar nicht als Gegner. Es haut so die Skills raus. Bin ich nicht so zufrieden. Muss mich ein bisschen konzentrieren. Ja, jetzt einfach Spam. Wunderbar. Es läuft schon, aber von den Charakterklassen, die ich letztens benutzt habe, macht dieser Bild am wenigsten Schaden momentan. Ist einfach noch nicht so ausgegoren. Aber es ist bekannt, dass der Marksman eigentlich noch zu wenig Damage mache. Ich gehe unten durch. Ich habe keinen Bock auf Gegner. Das sind immer so viele Gegner. Ist nicht viel weiter, aber da wir
hier schon herkommen, können wir auch hier wieder zurück. So. Jo, ich bin eben immer noch sehr, sehr motiviert, Last Epoch zu spielen. Trotzdem habe ich immer so mehr das Gefühl, es spielt nicht für mich. Also, das Spiel braucht zu lange, bis man gut ist. Das sollten sie noch ein bisschen besser machen. Weil ich spiele jetzt da zum Beispiel den ersten richtigen Rogue, oder? Also es, ich habe noch nicht die Items für Rogue, weil ich andere Klassen eher gespielt habe. Und man merkt schon, ich glaube, ich überhole jetzt gerade meinen weitesten Rogue. Also ich glaube, ich hatte noch ein bisschen einen höheren noch, einen älteren. Aber mich motiviert es nicht so sehr, Rogues wirklich ins Endgame zu bringen. Genau aus diesem Grund. Ich möchte ja ein Bild, der ein bisschen reinhaut. Es ist auch ein Bild, der sollte reinhauen. Aber die Entwickler machen es einfach nicht. Die Entwickler haben da noch nicht gut balanciert. Er ist zu Crit-abhängig, er ist zu ja, Ausweich-abhängig. Es ist kein Rogue für mich. Also kein Assassine. Das Diablo 2 zum Beispiel. Der hat doch mega reingehauen. Es war einfach blöd, dann immer wieder die Charges aufzubauen. Das hat mich ein bisschen gestört. Aber gut. Jo. Schade, dass Diablo 2 Resurrected nicht so gut ankommt. Ist klar, wieso. Die Entwickler hegen sich da nicht so sehr drum, uns viel Content und guten Content abzuliefern. Die Fans sind sehr zwiegespalten. Also, es gibt manche, die mögen es natürlich, wie immer. Und dann gibt es diese Nörgler und die machen halt Spieleserien kaputt. Richtig kaputt. Solche, diese Nörgler, die brauchen wir natürlich nicht, oder? Man hofft das Beste. Ja, Bleed brauche ich auch nicht, aber Dancing Strike werde ich vielleicht mal noch nutzen. Aber das muss wieder ein bisschen gehypt werden. Also, dass es einfach für mich ein bisschen einfacher ist, da hin zu spielen, oder? Ich brauche halt einfach irgendwelche Builds, die ein bisschen besser durchs Game kommen, wenn ich so wenig Zeit habe zum Spielen. Ja, und ich nehme mir auch nicht so die Zeit, wisst ihr wieso? Weil ich Secret 2 und ja, eigentlich auch Minecraft Grinder und nicht Last Epoch. Aus diesem Grund, oder? Man levelt zu schnell. Ich möchte das euch zeigen. Und nicht selber spielen. Und ich kann halt auch nicht immer so viel spielen. Und aufnehmen dabei. Das ist der Hauptgrund. Ich möchte gerne wieder ein zweiter Bildschirm haben und dann auch wieder livestreamen können. Ich kann zwar jetzt schon livestreamen, aber dann sehe ich die Kommentare nicht gut. Kann sie ja nicht gut lesen. Die Webcam kann ich ja auch nicht installieren ohne den zweiten Bildschirm. Dieser Bildschirm, der ist so ultra flach, dass die Webcam nicht haltet. Ich müsste sie irgendwo anders hinstellen und das geht nicht. Weight Resistance, Watch Rating, so, jetzt mal kurz schauen. Noch mehr hier rein. So. Und ab dann, also ab jetzt, eigentlich da den oberen, aber den linken zuerst. Also ganz, den ganz linken sozusagen. So haben wir einen optimalen Schaden-Output. Und die Defensive haben wir auch schon. Oh, Detonating Arrow nutzen wir nicht. Ja, der ist momentan noch zu schwach. Den müssen sie auch ein bisschen, ja, verstärken. So finde ich jetzt auf jeden Fall. Er war zwar gut mit Feuer, aber dann hast du irgendwie so diese Aiming Time nicht mehr. Und das macht irgendwie den Pfeil auch wieder ein bisschen schlechter. Also da die Entwickler da wieder ein bisschen Damage rausnehmen. Hatte ich immer so das Gefühl, ich musste ein bisschen zu viel spammen dadurch. Jo, eben, ich bin jetzt gerade echt erst nach Hause gekommen. Ich bin noch völlig durchschwitzt. Es ist mega heiß, vor allem feucht in der Schweiz.
ungefähr so 33 Grad momentan. Bei uns gerade sonst so im Durchschnitt 31 Grad, je nach Zone. Aber in unserer Zone, also vor allem in Binningen, das ist Südwest, ja, südlich von Basel, ist es immer am heißesten, weil dort geht einfach so die Strömung nicht so durch. Da bleibt das einfach dort, wo der Wind so ein bisschen bleibt stecken, oder? Oh, da ist wieder so einer. Also seit dem letzten Patch, es war, glaube ich, der Patch, der da oben steht, also einfach der eine, haben sie das gemacht. Der ist sau zäh mit diesem Moorhef. Boah. Ja, genau, diese Strahl haben wir ja getankt im letzten Part. Oder im vorletzten Part, ich weiß nicht mehr so genau. Boah. Okay. Ja, ja. Also liebe Entwickler. Ah ja, genau, oben drüber steht's noch. Den müsst ihr nicht zweimal hören, ne? Macht doch dieses Zeugs raus. Bei großen und zähen Gegnern rausmachen. Mal zweimal will ich den nicht besiegen, also eineinhalb Mal. Ein und eineinhalb. Ja, macht echt viel Spaß. Aber ich merke einfach, der Damage stimmt noch nicht. Also einfach diese, ja, Damage, der einfach große Gegner auch gut besiegen lässt. Ich hätte vielleicht eine andere Skillung zuerst nehmen sollen. Umbral Blades geht ja immer sehr gut. Ah, jetzt haben wir zum Beispiel noch einen. Also was brauchen wir jetzt? Was ist ab jetzt, also was ist jetzt gerade noch wichtig? Ist das und das. Und ich möchte eigentlich lieber zuerst... Hat Shift irgendwie einen Mana? Da unten. Nein, nicht da unten, da. Ja, dann müssen wir das nehmen. Immunology brauchen wir nicht. Da brauchen wir, glaube ich, einen. Und wir müssen vor allem hier rüber und... Ich glaube, Cooldown mitnehmen. Und sonst weiß ich nicht mehr so auswendig, wohin noch. Shuriken müssen wir nicht werfen. Also, jetzt muss ich zuerst mal einen Punkt hier hinsetzen und dann hier hingehen. Auf diese Note. Diesen Gold. Jo, mich freut es echt, dass der Last Epoch wirklich auch sehr gut weitermacht. Aber jetzt ist momentan echt noch nichts angekündigt worden. Ich hätte gerne jetzt eine Ankündigung. Genau jetzt. Wieso gibt es so schlechte Idole momentan? Nee, da nehme ich jetzt nicht mit. Ich habe ja schon mal ein Dancing Strike Idol gefunden vorher. Das reicht. Ja, ich muss schon ein bisschen schauen, dass ich nicht zu viele Items mitnehme und lagere. Sonst haben wir dann bald kein Geld mehr, weil wir so viel Geld ausgeben müssen. Für die neuen Lagerplätze. Ja. So. Nachher muss ich noch recht lange Minecraft spielen, damit ich so weit bin für den nächsten Part. Weil ich da ein paar Sachen holen muss. Ich weiß es nicht. Also... Armor gut, aber ich brauche momentan mehr Damage. Momentan habe ich noch nicht das Gefühl, ich werde sterben, aber ich werde sowieso sterben, wenn ich genau so denke. Ich bin so ein bisschen unschlüssig. Der Schaden geht gar nicht so weit hoch, oder? Naja, Gegner sind auch ein bisschen zäh jetzt gerade. Also zeig's mir, was kannst du hier machen? Das sind blöde Gegner gegen so, wie heißen sie? Charged Attack Builds. Habe ich ihn besiegt? Ja, ist nicht explodiert. Meine Güte, tun die schnell. Also, ein Punkt hier.
Hier mache ich hier voll. Aber ich muss hier drei. Muss ich echt noch nachschauen? Hier muss ich sowieso noch mehr machen. Da muss ich mehr reinsetzen. Jo. Wieso haben wir hier einen Schnelligkeitsschrein? Da nützt hier gar nichts mehr. Wir werden, glaube ich, sowieso die Schreine verlieren, wenn wir jetzt hier reingehen in die Stadt. Ja. Die armen Schreine sind so blöde gesetzt. Liebe Entwickler, mach doch Schreine nicht ans Ende des Levels. I feel so dumb. Not happening. Hm. So unnötig gepusht. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Ja, in dem Spiel kann man sich schon extrem aufhalten, wenn man jetzt alle Sachen abspielen lässt, oder? Alle Kommentare. Sie sind wirklich, ich habe es erst kürzlich mal, wo war es, bei diesem Beat, wo ich die Totems, One-Shot-Totems gemacht habe, alle durchgelesen. Ich bin eingeschlafen. Es ist wirklich nicht gerade so eine berauschende Story. Also die das meiste Zeit erzählen sie irgendwas, was man nicht so unbedingt wissen wollen will. So, jetzt der mit uns gestrandet ist von der Juggernaut. War so ein bisschen interessant. Ja. Aber sonst, ja, immer so ein bisschen. Diese Hack and Slay Story ist eigentlich seit Diablo 2 für mich irgendwie, ja, gut zu haben. Wow, es ist eine Story im Spiel, aber es braucht es nicht. Es ist, ja. Es ist ein bisschen schade, wenn es doch nicht so viel gemacht wird für so ein Spiel. Ja, es ist wahrscheinlich einfach, weil sie andere Sachen zu machen haben. Aber meine Güte, eine greift am Anfang an, die Relief. Und danach greift ein anderer an. Und dann greift sie natürlich wieder an. Und irgendwie ist es doch irgendwie völlig blöd. Und ich habe ja eine Story, die ja viel mehr drum hängt. Das denke ich jedenfalls mal. Weiß nicht, ob es bei euch gut ankommt. Aber bessere Beweggründe, wieso die Helden überhaupt Helden sind. Ich habe irgendwie das Gefühl, es steht in diesem Spiel nicht so im Vordergrund, wie die Menschen leiden. Also man sieht schon ein bisschen, oder? Dieses Void nimmt einfach so lebendige Menschen ein und verwandelt sie in Monster. Aber erstens hat das mit Relief nicht so viel zu tun. Zweitens, ich glaube, ich muss nur drei Punkte reinstecken. Naja. Immer diese Punkte reinstecken, das tönt so pervers. Ja, ja, die Jugend von heute, hä? Immer alles pervers, mein, hä? Ich glaube, ich bin immer noch jugendlich im Kopf. Nein, eben, ich bin eben eher einer, der wirklich auch sehr erwachsen tut. Vielleicht auch ein bisschen demotivierend manchmal für euch. Hoffentlich aber nicht so sehr. Hm. Soll ich mal ein bisschen weiter Resistenz stacken? Also die Bewegungsgeschwindigkeit ist schon viel besser, also viel angenehmer. Und eben, wir müssen ja ausweichen, deshalb sollten wir eigentlich eher Ausweichen nutzen. Was cool, wie viel Multishots wir auch jetzt langsam ja, generieren, ne? Also Poison-Resistenz brauche ich nachher. Den nehme ich mal mit. Wer ja der Boss von diesem ja, Poison macht. Gift!
Hilft, meine Herren. Ja. Also für mich kann das Spiel noch ein bisschen angenehmer sein, einfach weil ich jetzt nicht gerade so der Vollprofi sein möchte. Ich möchte jetzt nicht unbedingt extremst darum kämpfen, irgendwas zu schaffen oder so. Aber leider ist das Spiel ab Level 60 dann einfach so. Man muss ständig grinden, damit man Erfolg hat ab dann. Und das ist halt, ja, nicht gerade immer sehr motivierend. Trotzdem bin ich eben sehr motivierend, einfach auch neue Builds auszuprobieren. Ich bin eher so der mittelmäßige, also der Mittelfeld-Tummler als der Endgame-Tummler in diesem Spiel. Das Spiel ist nicht so gemacht für mich. In Sacred 2 kein Problem, okay. Vielleicht der Blutwald, ja. Der hat so Augen und die sind sehr schwer. Aber sonst eigentlich kaum Probleme. Die Bosse sind viel schwerer in Sacred 2. Mein Gott, spielt mehr Sacred 2, das ist ein viel besseres Spiel. Vor allem mit den Fan-Mods, oder? Und mit den Patches, die die Fans rausbringen, Community-Patches und ja, Enhanced Edition und so weiter. Das ist gut. Leider kann ich Diablo 2 vollen nicht spielen. Der Mod, der alles zu Diablo 2 macht, sozusagen. Der wird einfach nicht geladen. Also wenn jemand eine Idee hat, wieso nicht, darf mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Bin sehr dankbar dann dafür. Auf jeden Fall. Für alles, für jede Hilfe. Bin ich sehr dankbar. Macht's nur. Wenn ihr irgendwie mich verbessern könnt, dann wäre das nett. Weil ich eben auch nicht alles so mega machen kann. Ich will es auch nicht. Ich will nicht voll Profi sein. Das ist langweilig. Aber es geht ja gut. Und ihr habt ja scheinbar Spaß. Oder eben auch nicht, aber ja, schreibt es mal in die Kommentare, wie ihr euch so fühlt, wenn ich halt nicht so viel für euch irgendwas ja, nachschlagen kann, irgendwas viel verbessern kann. Ich glaube, ich muss dort rechts noch einen Punkt setzen, sonst habe ich später zu wenig Punkte dort. Ich muss das immer nachskillen. Oh, wunderbar, meine Putzfrau ist da. Die macht wieder einen Heidenlärm. Aber das hört ihr zum Glück nicht. Scheinbar. Aber meine Güte, muss die immer kommen, wenn ich fertig bin mit dem Einkauf? Ja, weil sie eben nicht durch mich kommt, sondern durch diesen Verein für... Also wegen meiner Krankheit bin ich an so einem Verein. Gesundheitliche Hilfe anbietet. Und ja, das machen sie halt wirklich extrem schlecht. Also vor allem das Putzen, Putzfrau engagieren. An einem Zeitpunkt, wo die meisten eigentlich Ruhe brauchen. Naja, also ich. Die anderen brauchen eigentlich nicht so Ruhe, weil es nicht so die Zeit ist für Ruhe. Doch schon ein bisschen, aber... Irgendwie so, ja, wir haben nicht so viel Geld, also kommt die Putzfrau an einem Zeitpunkt. Eigentlich, ja. Ziemlich schon viel gemacht wurde bei den anderen. Ja, bei dieser Hitze ja, möchte man schon manchmal ein bisschen mehr Ruhe haben. Zwischendurch. Dann beim Aufnehmen. Oh, wie schön. Hallo. Ja, ein bisschen mehr, ja, ein bisschen weniger Resistenzen. Aber. So, also, dahin. Bisschen heilen ist immer gut. Ist eigentlich jetzt momentan wirklich OP scheinbar, weil die Builds echt jetzt wieder viel mehr auf heilen gehen. Bei Shift. Es hat sich ein bisschen gemacht, also ja, wie die Builds aufgebaut sind, hat sich wieder verändert. Dadurch, dass man hier Sachen... Was war denn so ein Gequietsche hier? Ein paar Sachen einfach verändert wurden, oder ist die Meta ein bisschen geändert worden? Aber wieso macht der Longshot so wenig Schaden? Ich habe nicht 40 Dexterity. Mehr Schaden gegen weit entfernte. Muss ich dann bei diesem Bogen vielleicht ein bisschen ausnutzen.
Aber dieser Bogen hier ist zwar stark, aber zu wenig stark. Ja, nützlich ist er schon, aber hoch geht's, glaube ich. Nein, hier geht's rechts zu einer Kiste. Genau, und dann weiter oben geht's links zu einer Kiste. Ich muss mal schauen. Vor allem diesen Ding setze ich nie ein, diesen, ja, Schützturm, oder? Weil er einfach zu schwach ist. Was müsste ich eigentlich dann noch nehmen? Ich nehme ja mal hier Smoke Bomb. Ich habe hier gar nicht genügend. Oder Dark Weevil. Ja, komm. Aber man hat halt einen Not for Free. Also man müsste eigentlich dorthin Multishot packen. Nur wir greifen halt mit Multishot nicht direkt an. Ja, gut. Oder wäre es besser mit Multishot noch anzugreifen? Nein. Kostet einfach zu viel Mana. Und wie viel Schaden macht ihr? Wie weit muss ich entfernt sein? Ich denke nur so 10 Meter oder 5 Meter. Keine Ahnung, schreiben sie nicht. Was heißt für die ja, weit weg? Wie viel steigert sich es überhaupt, oder? Je weiter weg, desto mehr Schaden, aber. Hey. Wie soll ich das beschreiben? Wie sind die Schritte, wie weit weg, oder? Geht alle weg. Ich brauche Mana. Irgendwie Mana wieder absammeln. Ja, Skorpione hat gut Physical Resistance. Das ist noch ein bisschen der schwere Gegner. So, haben wir jetzt gerade kurz Ruhe. Ich muss nämlich hören. Ja, jetzt ist langsam fertig, leider. Genau an diesem Zeitpunkt, wo es spannend wird. Aber gut, für den nächsten Part ist es spannender. Und ich merke, ja, also Punktur ist schon ein bisschen stärker, als ich denke. Also ich muss gar nicht so viel angreifen mit Multishot. Und dort mache ich halt die Crits auch besser. Ich frage mich, was eigentlich besser ist, einfach abwechseln. Ja. Beides ist gleich gut. Der macht gleich viel Schaden wie Multishot. Okay. Nur dort kann es mehr kriten. Und wir haben das Amulett noch, stimmt. Na gut. Ist der an? Scheinbar ist er aus, optisch. Also wir müssen hier einen Punkt setzen. Der ist eigentlich gut, Helf, aber den müssen wir nicht. Gehen? Ach Gottchen, dieser Plan ist. Ja, da müssen wir nichts gehen. Für den nächsten 4, okay. Skill und dann wieder auf den. Also hier muss ich 3 ein. 3, okay. 1, 4, okay. Weil, sag's euch nochmals. Da müssen wir nur 3 und deshalb habe ich hier nur 3 hingestellt. Hier müssen wir 1, 1 und hier glaube ich 2. 1, 4. Und hier ist 3. Okay, irgendwie so. Ja, und ich würde den Bild wirklich noch ein bisschen verändern. Also ich skille jetzt genauso wie der Bild und später passe ich ihn noch ein bisschen besser an. Weil ich glaube, ich muss ein bisschen zäher sein. Ich schaffe es mit dem Bild leider auch nicht bis dorthin. Irgendwas mit Fire ist sozusagen die Location, wo ich dann farmen muss. Und die ist sehr weit oben. Ja, wird wahrscheinlich ein bisschen schwer, bis wir dort da oben sind. Da müssen wir halt noch ein bisschen Min-Maxing machen, ein bisschen mehr Schaden irgendwie rausholen über Unix.
Es gibt ja noch diesen Bogen, der 2 extra Pfeile bringt. Gut, die Glücke kommt gleich. Ich kann den Pfad gleich beenden. Und ich beende jetzt gerade hier kurz den Pfad. Weil es wird halt schon ein bisschen sonst zu lange zum Hochladen. Gut, danke schön fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Tschüss!